Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja fast täglich über Energiesicherheit und über klimapolitisch dringend notwendigen Umbau. Das ist auch völlig richtig so. Und über einen beschleunigten Ausbau in erneuerbare Energien zu sprechen, erst recht. Der muss aus unserer Sicht noch viel schneller gehen. Wir alle kennen die Zahlen. Und für mehr Geschwindigkeit braucht es eben entsprechende Rahmenbedingungen. Soweit, so gut. Wir sollten aber dabei wichtige Aspekte nicht übersehen. Ich will deshalb hier an dieser Stelle auf die Frage der Tagebaufolgeflächen eingehen. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung heißt es, Tagebaufolgeflächen seien besonders gut für den Solar- und Windausbau geeignet. Warum? Weil sie durch ihre Vorbelastung hinsichtlich Umweltschutz und Nachbarbetroffenheit konfliktfrei seien. Ist das tatsächlich so? Die Kohlekonzerne sind verpflichtet, Tagebaue nach der Schließung durch die verschiedenen Rekultivierungsmaßnahmen wieder für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Und ja, die Errichtung von Windkraft- und Solaranlagen dient offensichtlich der Allgemeinheit. Doch was bedeutet eine nahtlose Weiternutzung von Tagebauflächen für Natur und Umwelt? Wie können wir bei einer Privilegierung im Baugesetzbuch garantieren, dass trotzdem eine ordnungsgemäße Rekultivierung im Sinne des Bodenschutzes und der notwendigen Aufforstung erfolgen kann? Wie wirkt sich Ihre Idee auf die bisherige Flächenaufteilung aus? Ich darf darauf hinweisen, dass die Landwirtschaft regional bereits Flächenansprüche angemeldet hat. Und welche Auswirkungen haben Ihre Pläne auf die Höhe der Rückstellungen, zu denen die Kohlekonzerne im Sinne der Wiedernutzbarmachung verpflichtet sind? Ich möchte diese Fragen hier in die Diskussion einbringen, weil es nach dem massiv umweltschädlichen Kohleabbau darauf ankommt, es jetzt mit erneuerbaren Energien in Sachen Klima- und Umweltgerechtigkeit richtiger zu machen. Dazu gehört auch, sich einmal kritisch zu fragen, in wessen Verantwortung man die neue Nutzung von Tagebauflächen sehen möchte. Weiterhin in den Händen jener Unternehmen, die jahrzehntelang die Erde ohne Rücksichtnahme ausgebeutet haben, Schäden am Grundwasser verursacht und mit jeder Tonne gefährlicher Emissionen auch noch Geld gemacht haben? Oder wollen wir vielleicht eher, dass die Flächen, um die es hier geht, an die vergeben werden, die die beste Lösung für eine wirkliche konfliktarme Nutzung bereithalten? Etwa an regional orientierte oder genossenschaftliche Unternehmen, die Photovoltaik und Landwirtschaft zusammenplanen. An Akteure, denen beides gleichermaßen wichtig ist. Aufforstung und schnell mehr Windkraft. Um es noch mal deutlich zu sagen, ja, wir als Linke sind entschieden für den Ausbau erneuerbarer Energien. Eben wegen der Energiesicherheit und des Klimas. Aber Umweltschutz und das Sehen potenzieller Zielkonflikte gehört eben auch dazu. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Claudia Tausend.